Ronja und wir entscheiden heute, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle. Wir kriegen so kleine Sheets vorgelegt, mit was die Leute machen bzw. gemacht haben. Und wir entscheiden Himmel oder Hölle. Wir sind quasi Gott. Falls ihr das Spiel selber spielen möchtet, wie gesagt, Heaven or Hell, einfach suchen. Das ist das Erste, was aufploppt. Oh, bevor ich es vergesse, es gibt nach wie vor den Top-Kommentar. Wenn ihr jetzt einen Kommentar schreibt, habt ihr eine Möglichkeit, am Ende des nächsten Videos eingeblendet zu werden. Ne? Schreibt einen Kommentar, wäre cool. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert doch gerne auch diesen Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr hörst. Und jetzt fangen wir wirklich an. Ist auf Englisch, deswegen muss ich für euch leider übersetzen. Aber ja, wir holen hier unser erstes Sheet. Und zwar der Magnus Matteo aus Polen. Männlich, 21, mag Golf, mag Surfen, hat Kartoffeln geliebt und war sein ganzes Leben lang Single. Er ist sehr freundlich und sozialer Aktivist. Ich meine, der arme Junge, ja, der hat ja wirklich nichts falsch gemacht. Ab in den Himmel mit dir, komm hoch mit dir. Alrighty, der nächste Boy. Wo ist er? Hallo? Okay. Gary Corbin aus Ägypten. Würde niemals lügen. Ist sehr faul. Aha, ist sehr faul. Hat nie ein schlechtes Wort gesagt, war sehr ruhig. Okay. Ist jetzt die Frage. Ist faul schon genug für die Hölle? Ich glaube nicht. Ich glaube, der kann in den Himmel. Ja, hoch mit dir. Nächster. Ich bin sowas wie ein routinierter Gott. Oh, die sieht grumpy aus. Die sieht grumpy aus. Furzt ins Auto, ist spielsüchtig und ein Psychopath. Straight to hell mit dir. Okay, wen haben wir als nächstes? Oh, die sieht auch moody aus. Oh, aber die sieht auch traurig aus. Sehr respektvoll, was die Umwelt angeht. Das ist wichtig. Ja, die Umwelt ist wichtiger als viele. 70, bis 70 hat sie es geschafft. Vielleicht sollte ich das Alter mal einbeziehen, weil wenn die Leute... Oh, sie ist auch spielsüchtig. Mit 70 ist sie immer noch spielsüchtig. Aber das ist okay, ich bin auch spielsüchtig, deswegen ab in den Himmel mit dir. Du! Oh, 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 oh. Okay, ja, wir haben das Umweltding. Die Familie war sehr arm. Mimimi ist sehr bescheiden. Sozialer Aktivist. Wessen Hobbys? Also, ich meine, Klavierspielen, okay. Ich habe das Gefühl, das macht man zwar mehr aus. Ich musste das immer halt machen, weil meine Eltern gesagt haben, hey, du sollst ein Instrument spielen. Und dann habe ich einen Großteil meiner Lebenszeit Klavier gespielt. Und dann musste man halt immer zu Hause üben. Das war weniger ein Hobby, das war mehr, wenn man es musste. Aber ist okay. Meinetwegen, wenn Steven sagt, Klavier ist mein Hobby, ist mein Leben. Aber Origami? Oh ja, was machst du gerne in deiner Freizeit, Steven? Ich falte gern Papier. Steven, straight to hell. Ich weiß gar nicht, ob man das hier richtig oder falsch macht, ob man am Ende einen Score kriegt. Wahrscheinlich schon. Kyrie Miguel. Er hat ein großes Verbrechen verhindert. Er konnte nicht in die Schule gehen, als er jung war. Kriegsveteran? Mit 27? Wie kannst du Kriegsveteran sein mit 27? Und deine Hobbys sind Laufen. Hell. Straight to hell mit dir. Ich trau dir nicht. Cullen Warren. 17. Female. Female und Cullen? Klatscht am Ende von Filmen im Theater. Ja, das ist natürlich eine nette... Ja, komm. Du magst Videospiele, Puzzeln, Fahrradfahren. Abgesehen davon, dass es halt kein Frauenname ist, darfst du in den Himmel. Oh, die ist grumpy, die kommt in die Hölle. Hobbys Kung-Fu und... Okay, sie ist obdachlos. Okay. Sie kocht freiwillig für andere und hat ein großes Verbrechen verhindert. Aber sie ist obdachlos. Okay, interessant. Wie kannst du sagen, dein Hobby ist Kung-Fu und Segeln mit Obdach... Also das passt nicht zusammen. Das sind sehr teure Hobbys. Und wie kannst du denn Essen kochen, wenn du Obdach... Also du bist doch derjenige, der das Essen gekocht kriegt. Nee. Hell. Straight to hell. Lass ich mich hier nicht veralbern von den Leuten. Der ist grumpy, der kommt auch in die Hölle. Was? Hat einen lebendigen Vogel gegessen? Wie kann er gleichzeitig sehr respektvoll mit der Umwelt sein? Ich denke nicht... Der hat Blut gespendet, bevor er gestorben ist. Hey! Du kannst doch keinen Vogel essen, während er lebt. Mann. Was haben wir hier? Oh, die hat auch Blut gespendet, bevor sie gestorben ist, aber hat keinen Vogel gegessen. Das ist gut. Sie guckt gerne Videos, sie segelt gerne, hat ihren Bussitz immer den älteren Leuten gegeben, war immer sehr fröhlich. Ich meine, ich schicke sie mal in den Himmel. Vielleicht sollte ich mir mal einen Tipp holen. Ich bin mir nicht sicher, was das bringt. Wir werden es herausfinden. Andy Lewis aus Afghanistan, 75. Fischen und Bogenschießen. Professioneller Procrastinator. Okay, das kann ich. Auch einen lebendigen Vogel! Nee! Hölle! Ab in die Hölle mit dir, junge Frau! So, ich sollte vielleicht mal rausfinden. Hier steht nur Schießstein Heaven Hell, ne? Was ist das hier? Nix.
Okay. Okay. Du bist traurig. Warum bist du traurig? Weil du drogensüchtig bist. Verstehe, verstehe. Was nimmt immer das letzte Stück Pizza, ohne zu fragen? Straight to hell. Straight to hell. Ich finde das furchtbar, ja? Wenn irgendwas auf dem Tisch liegt und es ist das Letzte, dann fragst du gefälligst, ob irgendjemand anderes das will. Malcolm Colton. Immerhin. Mann mit Männername. Ist ein Rassist und hat niemals den Toilettensitz hochgemacht. Okay. Ich denke, wir wissen, wohin das geht. Schade, Malcolm, schade. Der Name war vielversprechend. Aber leider, ne? Machst du nichts. Josiah Aiden. Guck dir deine Videos, springt gern Seil. Oh mein Gott. Ja, ich will jetzt nicht zu laut reden, damit meine Nachbarn das nicht hören. Aber meine Nachbarn haben ein neues Hobby. Kennt ihr diese Springseile aus Plastik? Die dann so halt so klacken, wenn die auf dem Boden aufkommen? Du liegst abends im Bett. Ja, willst schlafen? Bist vielleicht krank. Denkst dir, Mann, Mann, Mann. Ich würde gern schlafen. Klack, boom, klack, boom, klack, boom, klack, boom. Nach so ungefähr 10 Minuten qualvollen Klack-Boom-Geräuschen, weil das Boom ist das Aufspringen, das hörst du nämlich sehr, sehr laut in meiner Wohnung, wechseln sie sich ab, das sind nämlich zwei Leute. Und dann geht's wieder los. Du denkst, jetzt ist es vorbei. Haha, nee, ist es nicht. Also, Springseil, sorry, aber straight to hated her neighbor. Oh mein Gott. Straight to hell. Was haben wir hier? Oh, du bist traurig. Warum bist du so traurig? Weil du gerne Videospiele und Poker spielst. Du bist wahrscheinlich süchtig. Du hast dein ganzes Geld verloren in einem illegalen Pokerturnier, richtig? Du bist arrogant, hast deinen Ring 2 Tage nach der Hochzeit verloren, hat 45 Gefangenen aus dem Gefängnis geholfen und hat Geld von einer alten Lady okay, wow. Da kannst du so viele Krokodilstränen weinen, wie du möchtest. Du gehst ab in die Hölle mit dir. Aber zack, er ist ein Rassist. Er spuckt vom Balkon auf Leute. Aber er reitet gern. Fährt gern Fahrrad. Ich denke, wir wissen. Wir wissen, wo das läuft. Was machst du? Oh, du bist glücklich. Du warst ein glücklicher Mensch. Gut. Du guckst gern Videos, du reitest gern. Klar, mal eine Bank ausgeraubt. Und im Auto furzen, komm schon. Das passiert jedem Mal. Heaven. Ab hier. Du wirktest so glücklich. Ja, da freut sie sich. Quentin spielt gerne Poker. Sein Hobby ist Stalking. Er war mal mit der Mafia involviert. Er hat 2 Mal in der Lotterie gewonnen. Und er spuckt in andere Getränke. Alter. Wie kann dein einziges gutes Ding sein, dass dein Hobby Poker ist? Und dass du hast bis 72 überlebt, obwohl du in der Mafia warst. Und 2 Mal die Lotterie gewonnen hast, was quasi ein Target auf deinem Rücken ist. Respekt, schätze ich mal. Wie schlimm ist Stalking wirklich? Ich meine, ist es seine Schuld? Weil er war ja in der Mafia. Und vielleicht wurde es ihm aufgetragen und er wäre sonst gestorben. Ich meine, er hat es nicht umsonst bis 72 geschafft. Wir geben ihm den Benefit of the Doubt. Quentin, hoch mit dir. Lincoln Jake aus Kolumbien. Er lernt gerne Sprachen, er mag Gymnastik, er tötet Käfer, wenn er sie sieht. Ich meine, das muss nicht schlecht sein, wenn du Käfer in deiner Wohnung hast. War sein ganzes Leben lang Single, hat 12 Mal versucht, sich umzubringen, ohne Erfolg. Ist nicht zur Beerdigung seiner eigenen... Man geht zur Beerdigung von seiner Mutter, junger Mann. Also, ich meine, Depression hin oder her, aber das ist ja auch nicht okay. Warum hast du kein Shirt an? Du hast ein großes Verbrechen beendet, okay. Du gibst deinen Bussitz weg. Okay, du bist ein netter Kerl. Du bist ein netter Kerl. Du klatscht am Ende von Filmen. Du bist lieb. Jake Sebastian ist ein Rassist und er redet während Kinofilmen. Ich würde jetzt gerne sagen, das ist eine Missetat, aber ich mache das auch. Deswegen ab in die Hölle. Wir haben einen. Oh, wir können uns irgendwas kaufen. Wir brauchen 25 Sheets, damit wir den Tisch irgendwie ändern können, okay. Moment, ich speedrunne das jetzt. Grumpy. Arrogant. Hölle. Ab in die Hölle mit dir. Es wird gespeedrunnt. Zack, nächster. Einmal, willkommen bei McDonald's bitte. Was darf ich Ihnen bringen? Arrogante Person, YouTuber. Ab in die Hölle mit dir. Zack, nächster. Du bist grumpy. Ist ein Rassist. Konnte nicht in die Schule. War mit der Mafia involviert. Ja, tschüss mit dir. Ja, du musst gar nicht so traurig gucken. Du warst wahrscheinlich auch in der Mafia. Nee, sehr respektvoll. Redet zwischen Kinofilmen, ist okay, war ruhig, spielt gerne. Ja, okay, ab in den Himmel. Hoch mit den Himmel. Hoch, hoch, hoch hinaus. Was bist du? Du bist grumpy. Du hast Blut ge...
Okay, du wurdest von einem Hund gebissen, du hast Blut gespendet, du spielst gern Videospiele, Gitarre und Tennis, ab in den Himmel mit dir. Ich habe das Gefühl, ich schicke sehr viel mehr Leute in die Hölle als in den Himmel. Ist euch das aufgefallen? Wir haben jetzt genug Cash. Klick an den Table, ich habe 25 Sheets. Ich wüsste gern, wie das funktioniert hier. Klick, 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 klick. Vielleicht ist der erste verbuggt und wir brauchen 50 Sheets. Wir speedrun weiter. Du siehst lieb aus, hast Krebs, hast nie ein schlechtes Wort gesagt, ab in den Himmel. Bam. Warum bist du so traurig? Wurdest von einem Hund gebissen. Denkst nicht, ich sehe das nicht mit den Gefängnisinsassen, die du befreit hast. Du sammelst Stempel. Okay, interessant. Hast einen Vogel lebendig gegessen. Tschüss, junge Frau. Ab in die Hölle. Was kannst du? Du bist traurig. Hat nie was Schlechtes gesagt, YouTuber. Macht gern 3D-Modeling, Stalking, Heaven. Auch mit dir. Okay, taucht gerne, spielt gern Paintball, hat Kindern in Afrika geholfen, hat den Ring 2 Tage nach der Hochzeit verloren. Das kann passieren. Hoch in den Himmel mit dir. Okay, unsere letzte Person, bis wir bei den 50 sind. Du bist... Du spuckst in andere Getränke, du warst in der Mafia involviert, nimmst das letzte Pizzastück ab in die Hölle und damit würde ich sagen, wehe. Ja, wehe, wehe, wehe. Das mit dem Tisch funktioniert jetzt. Ich klicke auf den Table, ich klicke auf den Table. Ich habe 50 Sheets. Was soll ich denn tun? Ich krieg den weißen Tisch nicht, Jungs. Es tut mir leid. Ich habe alles versucht. Und Mädchen natürlich. Ich habe alles gegeben, ja. Ich hab hier gespeedrunnt wie ein Großer. Aber manchmal soll es einfach nicht sein. Das war's dann aber mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, dann könnt ihr vielleicht der nächste Top-Kommentar werden. Hier einmal bitteschön der Top-Kommentar aus dem letzten Video. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.